warum ich mich als Wirtschaftspolitikerin so für die Bildung einsetze. Und dann antworte ich, Bildungspolitik ist für mich nicht nur Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, sondern vor allem Innovationspolitik. Wir müssen einfach sehen, Arabien hat sein Öl, Südafrika hat seine Goldminen, Japan hat unwahrscheinlich viele Menschen, aber wir haben sich unsere Köpfe, haben uns ja auch groß gemacht und wegen unseres Wissens, unseres Fachkräftewissens werden wir auch unwahrscheinlich geschätzt im Ausland, manchmal viel mehr, als wir das selbst wissen. Das heißt aber auch für uns, wir müssen daran arbeiten. Wir können jetzt nicht sagen, wir haben jetzt eine Krise, wir haben ein Problem. Wir von unserer Seite der Politik haben mitgeholfen, indem wir die Kurzarbeitszeit verlängert haben, dass die Möglichkeit gegeben ist, dass die Menschen länger in den Betrieben bleiben können. Und ich kann nur an viele, viele Betriebe, vor allem an die Mittelständler auch mit appellieren, schauen Sie so lange wie möglich Ihre Mitarbeiter halten zu können, auch wenn Sie in schwierige Probleme kommen. Bilden Sie weiter aus. Es ist nicht nur das Zukunft wichtig für die jungen Menschen, es ist auch wichtig für Ihre Zukunft, für Ihr Unternehmen. Ich werde alles wieder dieses Jahr dran setzen, um auch für Ausbildungsplätze auch mit zu werben, mit vielen anderen natürlich auch. Wir werden einen ganz, ganz großen Fachkräftemangel bekommen. Immer weniger junge Menschen. Wir haben Schätzungen vorliegen, allein 1,8 Millionen Fachkräfte werden uns im Jahr 2020 fehlen. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sich die jungen Menschen dafür interessieren. Uns fehlen die Techniker, uns fehlen die Naturwissenschaftler, uns fehlen die Ingenieure. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen schon in der Schule ansetzen und wir müssen schon im Kindergarten ansetzen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Es ist unwahrscheinlich interessant. Wir sind Weltmeister im iPod, im Computer. Jeder von Ihnen hat bestimmt einen. Aber keiner weiß, wie funktioniert der überhaupt? Wie schaut er überhaupt Ihnen aus? Das heißt jetzt nicht, dass Sie jetzt Ihr Handy zerlegen müssen, sondern das Interesse, die Neugierde wecken. Die Neugierde wecken für das, was Technik ist, was uns umgibt in unserem Leben. Daran müssen wir arbeiten. Und da ist jeder von uns gefordert, wir als Politiker natürlich, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir hier auch mehr zu einer Vereinbarkeit kommen, auch von Beruf und Familie, dass junge Frauen auch einfacher in den Beruf kommen können, dass ältere Menschen in den Betrieben bleiben können, auch durch Weiterqualifizierung und durch Fortbildung. Also wir haben unsere Aufgaben zu machen und ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Wir waren immer gut in der Vergangenheit und wir werden auch weiterhin spitze sein.